freue mich einfach auf das Spiel, weil wie oft darfst du dich mit solchen Spielern, mit solchen Mannschaften messen? Und nochmal, wir haben 11 Jahre drauf gewartet, wir haben das Hinspiel gehabt und wir haben jetzt nach 11 Jahren ein Heimspiel wieder gegen Bayern München, wenn ich das DFB-Pokalspiel von 2019 mal ausnehme, also in der Bundesliga ein Heimspiel. Und das soll einfach nur Freude bereiten und ich bin auch froh, dass wir zumindest 8.500 Zuschauer begrüßen dürfen. Wir wissen, dass Bayern eine absolute Top-Mannschaft ist. Ich denke auch im Moment die beste Mannschaft der Welt. Und wir wollen versuchen, uns dagegen zu stemmen und werden 11 Jungs finden, die alles dafür tun werden. Ja, die klare Nummer 1 fällt aus, deswegen spielt die klare Nummer 2. Nochmal, Bruno ist erfahren genug. Wir haben es ja in Augsburg auch schon mal gehabt, dass er Manuel Riemann ersetzt hat. Das hat er bravourös gemacht. Er ist immer auf Top-Niveau im Training. Wir haben da einen tollen zweiten Mann, den wir jederzeit das Vertrauen schenken können. Ein Spiel gegen Bayern München sollte schon irgendwo dann Freude machen. Und ich habe ja auch gesagt, dass wir uns, dass wir zeigen wollen, dass wir uns entwickelt haben, gerade was im Hinspiel war. Die Mannschaft hat das auch, denke ich mal, ganz gut angenommen. Natürlich haben wir irgendwo einen Plan, gegen Bayern bestehen zu wollen. Wir wissen, dass sie sehr aktiv spielen. Wir wissen, dass sie sehr hoch verteidigen. Auch da kann es Möglichkeiten geben, Räume zu finden. Das haben andere Mannschaften auch geschafft. Und ja, da musst du halt eine gute Technik haben. Da musst du eine gute Balance finden, dass du auch mutig bist, in die Räume reinzustarten. Und dann werden wir schauen, was bei rumkommt.